Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Endlich ist mal wieder deutscher Stahl am Werk und da zeige ich euch die Speerspitze der mittleren Panzer bei World of Tanks im deutschen Tech-Spiel und zwar den E50M. Gespielt von UnknownBot und ja, ist als einziger Zehner hier gematcht worden. Ansonsten ein Neuner Matchmaking, beziehungsweise bei Gegner, da müsst ihr euch das mal angucken, da ganz unten das Objekt 416 hat es geschafft, als einzige Achter überhaupt in das Gefecht zu kommen. Also eine kleine Runde Mitleid an dieser Stelle an das Objekt. Soll uns aber nicht weiter stören, weil wir interessieren uns hier für dieses schnieke Schmuckstück, den E50M. Von vielen auch als RAM-Monster bekannt und beliebt. Ohne Tarnung ausnahmsweise mal. Das sieht man ja schon fast selten, ein Panzer ohne Tarnung. Vielleicht ist UnknownBot ein bisschen klamm bei Kasse, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es selber ein guter Spieler. Und ich kann mir vorstellen, er wird hier einiges rausholen. Wir gucken uns mal ganz kurz hier die Durchschnittswerte an. 270. Und 330 mit Premium. HE hat auch noch ein bisschen. Aber jetzt habe ich den ersten Hit verpasst. Es tut mir leid, den T-54 hat er da schon direkt schön beschießen können. Der hat, glaube ich, auch schon direkt wieder genug. Nein, da kommt er nochmal. Und schießt ihn hier einfach vorne durch. Der Durchschlag ist absolut ausreichend für so ein T-54. Er kann hier aber ein bisschen statischer spielen. Das ist gar nicht so schlimm, weil der Gegner hat keine Arti. Und der T-54 probiert es nochmal. Und er kriegt gleich nochmal eine. Jetzt ist aber hier recht viel an Gegner, also so ein One-on-One-Shootout. Der E50 hat jetzt keine schlechte Panzerung, aber er ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, so die direkten Frontalgefechte gegen vier andere Gegner inklusive Objekt und sonstigem sollte man da wählen, sondern naja, man sollte doch so ein bisschen flankieren, weil das kann auch sehr, sehr gut. Was macht er jetzt? Waffenträger, E75, hat jetzt geschossen, da könnte er jetzt vielleicht sogar nochmal einsetzen. Der verzieht sich jetzt gerade hinter den Stein. Aber genau, Kommandantenkuppel. Ah, schade. Gut geschossen, eigentlich auch gut getroffen, aber ging dann doch nicht durch. Er probiert es aber nochmal. Jetzt klappt es aber mit dem Nachbarn. Und er kriegt den Durchschlag. Und macht es weiterhin sehr schön. E75 verliert hier peu à peu seine HP. Hat auch nochmal geschossen in den Boden vor ihm rein und da war es um ihn geschehen. Und jetzt der andere E75. Auch der trifft zwar, schießt sogar noch Premium, aber kommt nicht durch. Hat er auch nur die kleine Kanone, muss man dazu sagen. So, da hat er jetzt zeitlich den Turm fast drin, aber auch nur fast. Weil er hier einfach knapp hinter dem Stein ist. Und da kommt er jetzt aber zurückgefahren. Sehr schön. Oh, dann Waffenträger, der auch noch mit Premium an ihn abprallt. Da könnte man jetzt theoretisch sogar noch auf HE laden, weil er jetzt zwei Waffenträger neben sich, einen links und einen rechts. Und Waffenträger sind ja sehr, sehr großer Fan von HE-Granaten. Und jetzt lädt auch eine durch, sehr gut. Ganz wichtig, nicht auf die Unterwanne schießen, sondern immer auf den weichen Turm. Dieses Blech, da, und da sieht man 462. Und jetzt lädt er wieder auf normal. So macht das richtig, so macht das schön. Und dann macht er den Kill. Bei knapp 5000 Schaden hat er auch endlich den ersten Kill. So soll es sein. Ich hoffe für ihn, dass es noch der ein oder andere mehr wird. Vom Spiel schaut es her gut aus. Es steht 5:3 für sein Team. Und bis jetzt hat der deutsche Stahl wieder mal mit Bravour bewiesen, was er denn so kann. Oh, da ist der T-54 mal wieder. Die kennt sich noch gut. Der hat ja mittlerweile schon 1138 Struktur von ihm abgezogen. Kann auch ruhig nochmal der ein oder andere mehr sein. Also sein Team ist gefühlt überall an jeder Ecke überlegen. Hier in der Mitte sind sie. Unten sind sie gerade am Durchdrücken. Für das Ergebnis 6:4 ist es gefühlt, oder 6:5 sogar jetzt nur noch, ist es aber gefühlt gerade überlegener, als es sich vielleicht sogar hier in den
in der Wertung sich darlegt. 6 zu 6 sogar jetzt nur noch. So, und jetzt geht er Richtung Waffenträger scheinbar wieder. Aber ja, genau, hier die Mitte, die ist gefährlich. Der bezahlt auch gleich mit einem Hit. Und da jetzt die Lorraine auch noch. Da hat er jetzt gut getan zu reparieren, weil die Lorraine, wenn sich die mal dann mit dem Magazin auf einen einschießt, kann es wehtun. So war es nur 286 Schaden und nicht noch 2-3 Hits mehr. ...7 zu 6, 8 zu 6. Und jetzt hier das Objekt sollte eigentlich auch noch dann dran glauben. Da ist es weg. Und nun also hat er sich dem hier entledigen können. Und fahrt jetzt hier mal Richtung Mitte. Was jetzt eine schöne Aktion wäre, ob man das jetzt machen muss, weiß ich nicht. Aber wenn er jetzt die Lorraine rammt, weil rammen kann das Ding brutal. Und er fährt auf jeden Fall mit ordentlich Speed. Ah, hat es abgebrochen, schade. Mit ordentlichem Speed ist er jetzt gerade Richtung Lorraine gefahren. Das wäre natürlich noch der Zuckerguss auf der Torte gewesen. Wenn man auch mal sieht, wie das Ding sich so im... Oh, der war schön. Den hat er schön getroffen. Wenn man hier nochmal den sieht in der Bewegung, wenn er die Lorraine nochmal einen ordentlichen Bodycheck gibt. Und jetzt gucken wir mal, ob er die Lorraine jetzt nochmal findet. Da drüben ist ein T-54. Aber hier ist es ja Angriff und Verteidigung, deswegen ist es nicht schlimm, wenn der Gegner hier drüben bei seiner Basis ist. Beziehungsweise, seht es mir nach, das ist ja Begegnungsgefecht. Deswegen ist es immer noch nicht schlimm, dass der bei seiner Basis ist. Aber unten in der Basis ist natürlich jetzt der Cap am Start. Aber man sieht, 3 Minuten dauert es, bis der natürlich runtertickt. Von dem her dauert es eh so lange. Man hat hier gut Zeit und braucht sich bei diesem Modus nicht großartig vom Cap zumindest anfangs aus dem Gleichgewicht bringen lassen. So, da ist jetzt die Lorraine. Die fährt aber jetzt gerade schon direkt weg und er könnte sich jetzt hier mal dem Cap widmen. Das müsste... Ja, jetzt hat er erstmal die Lorraine gemacht, weil die einfach so in ihn reingefahren ist. Und es müsste der Jagdpanzer sein, der da drin steht. Kann jetzt Fluch und Segen zugleich sein. Also Fluch, weil natürlich Jagdpanzer und einen Treffer tut schon sakrisch weh. Segen, wenn er den einmal umfahren kann und einmal hinter ihn kommt, dann ist es für ihn halt die Damage-Pinata par excellence. Und wenn er sich jetzt hier durchschleichen kann, ja, man sieht, er fährt vorsichtig, dass er möglichst nichts zerstört, dass nichts auf sein... Oh, und er schaut ihn genauer an. Und er prallt ab, er hat hier die Kette erwischt und er hat hier schnellen Reload. Das heißt, er könnte es gut möglich sogar schaffen, hinter ihn zu kommen, weil 22 Sekunden Reload und vielleicht kettet er ihn jetzt. Schade, der hat nicht geklappt. Aber nun ist er rum, jetzt hat er es. Jetzt noch einmal ketten, dass er auch vielleicht... Ja, genau. So, und jetzt einfach hinter ihn stellen. Dann kann er nichts mehr machen. Vielleicht vor uns zurückfahren, dass er ihn dann wieder ketten würde, aber auch das ist eher unwahrscheinlich. Und jetzt hält er her als Damage Pinata. Jetzt will er nach vorne wegfahren. Aber der Jagdpanzer weiß auch, hier ist es um ihn bestellt. Auch wenn er jetzt hier kurz anhält, dann nochmal vielleicht versucht, ihn zu ketten. Aber ja, jetzt nochmal auf die Kette. Das ist einfach so, mit einem starren Turm hat man dann keine Chance mehr. Und nochmal. So, und jetzt macht der M103 alles klar. Jetzt ist da vorne der T-54. Der fährt jetzt hier runter. Der verunfallt auch noch ganz schlecht. Unglaublich, T-54. So macht man es halt gar nicht. Naja, und jetzt fehlt nur noch der Jagdtiger. Auch der hat nochmal ordentlich HP. Jetzt hat er auch geschossen. Aber der hat allerdings nur 10 Sekunden Reload. Macht dafür in Anführungszeichen aber auch deutlich weniger Schaden mit nur 560.
So, und Nu? Was macht da Nu? Er fährt hier doch nicht runter. Ah, schade. Schön gedacht. Jetzt schießt er auch mit Premium, dass er natürlich auch hier oben beim Jagdtiger durchkommen würde. So, und jetzt auch schafft es ihn hier zu hinterfahren. Oder hat er gedreht? Ne, er hat gedreht. Aber auch da, er kann einen Hit locker nehmen. Er kann auch sogar nochmal einen nehmen. Und jetzt der nächste Schuss ist eh der Killshot. Und damit ist das Game rum. Hat er sehr schön gemacht. 8887 Schaden. Unglaublich, dabei nur 3 Kills zu haben, ist ja schon wirklich, wirklich schlechtes Luck. Aber trotzdem tolle Runde. E50M hat gezeigt, was er kann und was der deutsche Stahl so mit sich bringt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.